made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne und Mond hier bei Crush 45 89. Immer noch in Mahele City unterwegs. Und jetzt befinden wir uns am Kapstrand, wo sich hier Trainer aufhalten. Auch zum Beispiel dieser Hausmeister hier. Im letzten Part haben wir jetzt mal mehr über unser legendäres Cover-Pokémon erfahren dürfen in der Bibliothek. Und ja, jetzt wird es Zeit, dass wir uns zu unserer ersten Prüfung von dieser Insel widmen. Aber zuallererst geht es hier noch, sich in der restlichen Stadt noch umzugucken. Und damit wir nichts verpassen. Sauberkeit geht über alles als Ausmeister. Das heißt, man hat so kämpft völlig sauber. Na, das freut mich, dass du schön sauber kämpfst. So gehört sich das auch. Nur wenn man auch schön sauber kämpft, dann kommt man auch weit. Nun denn. Setz mal mein Knirschein. Ich hätte mein Slimer natürlich auch heilen können. Währenddessen, weil ich habe noch Sprudel bei mir. Ach, Verflex, reicht nicht aus. Gut, Felsgrab für den Abschluss. Ist ja blöd, dass das Pokémon schneller ist. Mit Felsgrab hätte ich das Problem beseitigen können. Unratütux noch einmal? Okay. Warum nicht gleich in Deponitox? Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen zu früh, ne? So, dann setze ich gleich jetzt Felsgrab ein, da gleich die Initiative gesenkt wird. So, und jetzt noch ein schöner Knirsche hinterher. Und das war's mit dir. Bam, bam. Und tschüss. Du hast mich ja auch nicht weggeputzt. Kleiner Typ mit der Attacke Aufbereitung lassen sich bereits verändernde Items recyceln. Ist jetzt nicht etwas, was ich benötigen kann. Slimer. Hier gibt es dann schon wirklich nur Slimer. Dann brauche ich jetzt gar nicht hier weitersuchen. Lass mal das. Mein Slimer benötigt mal etwas Heilung. So, jetzt mal den Sprudel verwenden, den ich schon lang, seit langem bei mir habe. So. Und du kriegst auch noch einen Dartignis. Sehr gut. Dann sind wir bereit für die nächsten Kämpfe, falls hier noch ein oder zwei Trainer gibt. Dahinter befindet sich bestimmt ein Item. Oh nein, es gibt auch Unratütox. Okay. Dann hole ich mir das auch. So. Hab ich noch Flottbälle bei mir? Nö. Shit. Dann probier's mal einen Superball. Ansonsten versuche ich es vorher noch ein bisschen zu schwächen. Er ist sich gleich befreit. Aber vielleicht habe ich Glück und es bleibt drin. Es bleibt drin, ich glaub's ja nicht. Ey. Lacka, lacka, ey, ey. Hammert das auch. Unratütox. Unratütox, das Mülltüten-Pokémon. Wenn es sich mit Müll vollstopft, rülpst es giftige Gase. Wer diese unabsichtlich anhabet, muss sofort ins Krankenhaus. Das soll natürlich, das wird natürlich jetzt nicht lange im Team bleiben, das Vieh. Na bitte. Ich wusste es doch. Ein Nugget, yes. Wieder etwas Kohle scheffeln. So. Was ist eigentlich mit dem Professor hier? Lola, wie geht's? Was ist das? Ist Lola eigentlich aus einer anderen Region stammt, deshalb ne, auch eingewanderter Pokémon. Und weil es in der Lola ziemlich Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfall.
dass sie die Giftstoffe, die die Nahrung auf ihrem Körper nur konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Artgenossen. Doch nimm dich von den Kristallen an ihren Körper nach, das ist extrem giftig. So, ein kleines Geschenk. Was denn? Ein Freundesball. Ein Freundesball? So ein Puck. So vollständig, das wird Otum sehr freuen. Und da geht er hin. Ein Blick aufs zweite Meer und all meine negativen Gedanken sind weggeblasen. Es ist ein wenig wie mit Dunkelnebel. Er hebt alle Kamm. Er hebt den Kampf als Staatsveränderung auf. Das stimmt. Oh! Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich sehe nur ein X-Tempo. Lame. Brauche ich nicht. Mein Slimer und ich legen uns in Arbeit mächtig ins Zeug. Hoffentlich geht's. Also, wir fangen dich auf jeden Fall an. Oh, du bist. Vielen Dank, dass du uns beiden auf die Sprünge geholfen hast. Gern geschehen. Hey, du da hast einen Augenblick Zeit? Ja. Super, vielen Dank. Man, nicht einfach Styler. Es kommt jetzt etwas plötzlich, aber du und ich, wir müssen beim Trainer-Serien. Du weißt schon, als Styler-Trainer, wie du Pokébälle wirfst, deine Lieblingspose, deinen Kopf gewinnst und so weiter. Früher mal Choreograf und hat mir solche Posen beruflich ausgedacht. Mir fehlt noch immer noch ein Nachfolger, an dem ich mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Bitte, bitte, befass Herz und werde mein Nachfolger. Da erfüllst du einen alten Mann seinen Wunsch? Komm schon, muss einfach ja sagen. Was muss man da jetzt genau machen? Ich weiß ja, Posen und so, aber... Hä? Ich probier's mal. Super, ich habe hier einen Nachfolger. Du machst mal locker, denn wir starten eigentlich durch mit Lektion 1 meines Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also, es geht los, mein lieber Schüler. Mach einfach meine Bewegungen nach. 1, 2, 3, 4 ist die beweisen, so wollen wir. Du hast einen lockeren Stil erlernt. Lockeren Stil gemeint, hat gut gemacht, wenn Trainerstil ändern möchtest, brauchst Styler anzusprechen. Das war's für heute, Leute. Weißt du, wirst am liebsten gleich die nächste Lektion des Intensivkurses absorbieren. Aber gut, Stil will Weile haben. Komm wieder, wenn du zum erfahrenen Trainer gesammelt hast. Was war das jetzt gerade? Ich glaube, das sind wahrscheinlich die Kampfanimationen, die sich dann bei uns ändern. Also, sprich, dass wir eine andere Pose haben. Geht es eigentlich nur darum, dass sich meine Pose praktisch damit ändert? Sorry. Das werde ich dann beim nächsten Trainerkampf schon sehen. Jetzt erstmal auf zum Pokémon Center. Es wird Zeit, dass mein Team wieder umorganisiert wird. Dann begeben wir jetzt endlich mal zur Route 10. Wir wollten schon längst dahin. Das untere Tytox muss da jetzt weg. Und tschüss. So, und dann noch schnell im Pokémon Center einen Pokémon Heiler machen. Sorry. Ich will erstmal was verkaufen. Freundesball. Besonderer Ball, der ist in der tiefen Gefahr, wo man Stelle ansteigen lässt. Ja, okay. So. Jetzt mal X-Angriff loswerden. Krummlöffel. Er versteckt Attacken von Typ Psycho. Da wäre gerade Alola Raichu wirklich dafür wie geeignet. Na gut, lassen wir das jetzt mal. Ich glaube, ich brauche jetzt noch nichts einkaufen. Ich spare jetzt erstmal mein Geld. So, jetzt begeben wir uns mal mit Fullspeed auf zur nächsten Route. Aber wo müssen wir dafür lang? Guten Tag. Züchten Maus, ich muss jetzt einen Weg erklären, egal wohin. Gehst du von hier aus nach Norden, gelangst du zur Bibliothek. Im Westen geht es zur Route 10. Nicht? Ohne Seifelber. Also, Westen, praktisch.
Nicht ohne sie. Aschen. Warte, nach links. Okay, nach links. An dem Söhnen mit Route 11. Oh, das hat gut getan, Sven. Ich bin ein echter Polizist. Also gut, dann einfach geradeaus weiter. Und schon? Gelangen wir nach Route 10. Interessantes neues Musiksetting. Hallo, meine Kette, du bist euer Trainer Finsenverschaft, nicht? Ich hätte da eine kleine Bitte. Ich helfe gern. Erklär mir, erklär dir mal, worum es geht. Route 10 ist jetzt ziemlich weitläufig, genau. Gerade um sein Pokémon mal ein wenig Auslauf zu verschaffen. Mein Lucy kriegen in letzter Zeit nämlich viel zu wenig Bewegung. Ich saß sie schon mal zu ihren Pokébällen, damit sie sich summen können. Doch sie längst zurück sein, sollen langsam fange ich mir an, Sorgen zu machen. Ich will sie suchen gehen, aber in meinem Alter ist es nicht, alles nicht so leicht. Wenn du gegen auf eins mal Lucy stößt, würdest du sagen, es soll sie mit zurückkommen? Meine Kleinen sind manchmal recht frech, aber sie sind auch sehr schlau und haben ein gutes Näschen. Die finden dann schon ihren Weg zu mir. Muss mir helfen, auf der 10 nach meine Velos Lucy zu suchen? Aber gern doch. Meine 8 Velosi müssen sich irgendwo verstecken. Wer Lucy? Ich bin gerade ins Bus am Spazieren, das Pokémon vom Baum. Kopffühle, das so Glück bringt. Das hier? Oh oh. Wow, was ist das denn? Das sieht groß aus. Es ist ein Epitag! Ein Epitag! Na warte, Knirscher! Au, Airoas. Du bist mir vielleicht einer. Komm, überlebe, jawoll. Oh, sogar vergiftet. Damit könnte ich es leichter fangen. Hoffentlich. Und es ist jetzt auch in meinem Team drin. Ah! Gut, was soll's. Superball, los! So, war Lucy. Wir müssen sich also hier auf der Route verstecken. Ich muss also wieder so eine Suchmission bestreiten. Bin mal gespannt, was ich dann dafür bekomme. So, jetzt haben wir auch Epitag eingetragen. Das ist auch schon mal komplettiert. Nice. Epitag, das Pickvogel-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Habitag. Wie kürzlich bekannt wurde, existieren uralte Wandmalereien, auf denen Pokémon abgebildet sind, Ähnlichkeit mit Epitag aufweisen. Okay. Sehr interessant. Gut zu wissen. Dass es da Wandmalereien rund um das Pokémon gibt, wusste ich echt nicht. Oh, gibt es auch nach wie vor Trainer und da war gerade ein Velusi. Ich konnte es aber nicht ansprechen. Wo ist Point, bin ich zur Stelle? Wieso? Bist du etwa ein Feuerwehrmann oder was? Wow. Ja, tatsächlich ein Feuerwehrmann. Quaputzi. Naja, meine Pose hat sich nichts getan. Ich sehe das gerade. Wozu dann? Dieser Stil. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Scheiß drauf, so. Knirsch, knirsch. Und nochmal Knirscher. Ach komm, das mal auch noch mit Regentanz. Du bist mir vielleicht einer. So, beiß es und töte es und tschüss. Mal Kick Level 33. Duplex-Sieb. Nein, danke. Was war das mit Brandis erloschen? So, da ist es. Ach, das sind diese kleinen niedlichen Dinger. Also Loris ist davon gelaufen. Bestimmt zu seinem Frauchen. Ey!
Was gibt das da überhaupt für Pokémon im hohen Gras? Ledian, schon nichts Besonderes. Ist für mich eher uninteressant. Ach, come on. Lass mich fliehen, bitte. Nein, lass mich fliehen, Mann. Ich hasse das. Danke, jetzt darf ich endlich mal weg. So, Paraheiler. Oh. Ah, da befindet sich leider wieder was. Lass mich raten, ist wieder so ein, ja, ein Krabox. Was auch sonst. Kann ich fliehen? Ja, danke schön. So, jetzt darf ich mir aber mich bei den Herrn Bernhaufen bedienen. Was? Da ist noch ein Pokémon drin? Das sind ja gleich zwei Krabox auf einmal. Ach komm, nein. Ist jetzt Steigerungshieb ein? Nein. Und jetzt rufe ich auch noch um Hilfe. Bitte nicht. Lass es sein, Mann. Mann, lass mich fliehen. Bitte nicht. Oh, scheiße. Lass mich fliehen, lass mich fliehen. Lass mich um Himmels Willen jetzt fliehen, Mann. Dankeschön. Gott, nochmal. Ist das lästig. Was? Ist immer noch ein Pokémon da? Warum? Warum kann ich mir keine Beere zu mir nehmen? Was ist denn da los? Okay. Ich hab die Schnauze voll. Da ticken ist. Du bist dran. Langsam wird das mir zu lästig. Mit einem Flug-Pokémon muss ich diesen Viech jetzt mal ein Ende setzen können. Ha. Burn. Vielleicht muss ich es besiegen und darf nicht davor fliehen. Und dann, erst dann kann ich mir die Beeren schnappen. So. Zack, zack und weg. Dankeschön. Level 34. Magneton auf Level 33. Oh! Lichtkanone? So, ernst? Ist echt tatsächlich euer Ernst. So eine starke Attacke. Ach, auf einmal darf ich mir von den Beeren was nehmen. Erst wenn das Pokémon besiegt wird. Flucht also zählt dementsprechend nicht. Boah, wie viele Beeren, ey. Das Inwaltschaftsabzeichen deines Teams immer wenn ich erschöpft hast. Oh, es ist ein mobiles Pokémon Center, danke. Ich hoffe, dein Team sieht mit topfit aus. Dankeschön. Hä? Ist ein Trainer in der Nähe? Oh. Die Schönheit. Was? Ach, nicht schon wieder. Greif mir schon wieder einen Ibitak hier an. Ich will mich hier nur in alle Räume umgucken. Kann er wohl nicht wahr sein. Wie lästig die Pokémon hier sind. Slime hat schon über 100 KP. Ich möchte mal wissen, was es hier noch für Pokémon gibt. Ibitak. Was anders nicht, ne? Ach komm, 10 Level drüber und ich darf trotzdem nicht fliehen. Ich weiß, die Initiative ist schwach, aber dennoch.
Also kann ich mich jederzeit bei ihr auffrischen? Sozusagen? Dem so ist. Das kann ich nur als super empfinden. Ach so. So geht das mit dem Tausch. Ich vergesse es wieder. Ich habe das wieder vergessen. So. Da Tignis ist auf diesem Mal da vorne mit dabei sein. So kann ich jederzeit fliehen, wenn jetzt mein Pokémon auftaucht, das ich nicht brauchen kann. Lidian. Brauche ich doch alles nicht, Herrgott, nochmal. Jetzt soll mein Pokémon auftauchen, das ich brauchen kann. Oh, ein Panzeron. Das ist sehr interessant. Hatten wir auch mal als Teammitglied. Mann, war das lange Zeit her. Also, lange Zeit war es nicht irgendwie her, aber das waren noch Zeiten, würde ich sagen. Ich meine, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir waren mein letztes Pokémon-Let's Play nicht. Vor Sonne und Mond. Ja. So, noch einmal Nitro-Ladung und das reicht. Noch nicht so wirklich. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wahrscheinlich werde ich das jetzt bereuen, was ich einsetze. Aber ich vermute mal nicht. Sage ich es nicht. Verteidigung ist zum Glück stark genug. Aber noch einen weiteren. Nein, auch eine weitere Attacke bringt nichts. Ja, Superball. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen bei so einem Pokémon wie diesem. Ich sag's ja. Oh. Oh nein, bitte nicht. Tu das nicht, tu das nicht. Tu das doch nicht an. Fuck. Ich hasse das. Das nervt voll. Gut, dann besiege ich halt jetzt mal das andere hier. Hey, eigentlich sollte die Initiative höher sein. Jetzt verschwinde endlich. Jede Menge EP. Level 33. Kommt noch zwei Level fehlen. Oder drei Level. Und dann entwickelt es sich endlich weiter. Zu einem mächtigen Fiaro. So, Nitro-Ladung. Schlag zu. Burn, burn. Und noch einmal. Und dann muss das hoffentlich reichen, um es zu fangen. Ey! Das war noch über die Hälfte hier. Hä? What? Alter, so winzig. Ich glaube, es ist nur noch ein, 2 KP übrig. Super! Das ist echt super! Eins, zwei, komm. Bleib drin. Ja! Na also! Panzer-Eron! Nice! So. Haben wir das jetzt auch gefangen? Panzeron, das Flugstahl-Pokémon. Sein stehender Körper ist robust, aber anfällig für Rost. Der regnerische Tal verbringt es daher geduldig in sein Nest. Nein, ich will es im PC haben. Im PC. So. Ich höre auch Geräusche von irgendeinem anderen Pokémon, aber ich will jetzt mich nicht extra umgucken.
Hey, Moment. Ich sehe gerade, das ist ein Haufen von denen. Na los, ab mit dir zum Frauchen. 3. Sind schon mal 3 gewesen. Steckt sich wieder was in den Bäumen? So, es fehlen noch 5. Nach denen so hatten wir jetzt auch mal schnell Ausschau. Aber vorher. Hallo! Da sehe ich auch das nächste. Interessierst du dich für mein Pokémon oder interessierst du dich für mich? Diese zweideutigen Fragen! Fubaila! Ha! Ich habe bereits die weiterentwickelte Form. Was sagst du dazu? Aber ich werde lieber mein Datignis sprechen lassen. So. Aeroas! Ich wünschte, dieses Pokémon könnte auch Flammenblitzer lernen. Oder eine andere gute physische Flammenfeuerattacke. Du nervst! Wow! Niedlich sind für mich alle Pokémon, die einen niedlichen Namen haben. Zum Beispiel Frau Beiler? Hey, Moment, ich sehe da was im Gras. Ist das... Hallo! Sogar im hohen Gras halten sich welche auf. Gut, das ist das 4. Das 5. habe ich auch schon gesehen. Lass mich raus, danke. Hallo! Velurisi. Und eine weitere Zygarde-Zelle. Der Typ ist kein Trainer. So ein Bus kann auf einen Schlag eine ganze Gruppe von Menschen transportieren. Dafür bräuchte hätte von Tauros, was sicher ein toller Anblick wäre. Ja, das schon. Das 6. Oh nein, die auch noch. Das 7. Es fehlt aber noch 1. Tatü tata, tatü 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 tata. Bevor noch was passiert, sind wir schon lange da. Tatü 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 lüdü. Hör da die Wand und Füße in die Höhe. Ja, das erinnert mich an so einen Song von einer Band namens Erste Allgemeine Verunsicherung. Die Sirene kann ganz gut, oder? Pokémon kämpfe übrigens auch. Wirklich? Dann zeig mal, was du kannst. Aber ich glaube, es gibt einen, der noch besser die Sirene kann. Dessen Namen habe ich vergessen, aber ich sag schon mal, der stammt vom Film Police Academy. Der eine Typ, welcher so gut Geräusche nachahmen kann. Und damit für ganz schön Chaos sorgt. So. Zuck, zuck. So, noch ein weiterer Treffer und dann war's das für dich. So. Und tschüss, Kowski! Das brauche ich nicht. Ach, du bist viel mutiger als ich. Ich würde gern Taurus für Polizeieinsätze ausbinden und den Sirene aufsetzen. Oh Gott, wirklich? Dieser Gedanke, oh oh. Da ist schon wieder ein fliegendes Pokémon, das mich angreifen will. Was macht ihr zwei Spackos denn hier? Hm? Jo, was geht? Nimm mir mal eine Haltestelle mit. Ey, das ist unser Baustopp, wenn ich dürfen will, muss fühlen. Yeah! Soyaman-Style!
Typen. Kannst einfach auch nicht lassen. Na, warte. Golbat. Meinetwegen ein Kampf zwischen zwei Flug-Pokémon. Dürfte interessant werden. Da Tignes, zeig, was du kannst. Jetzt mal Kraftschub. Angriffskraft und Spezialangriffskraft. Steigt dadurch. Oh, bitte lass dich jetzt nicht vergiften. Gott sei Dank, danke. So, jetzt Nitro-Ladung. Damit wärst du wohl noch schneller. Nicht schlecht. So. Oh nein. Boah, ich riskiere es ungern. Das wird jetzt ein ich würde jetzt hoch pokern damit. Soll ich angreifen? Ich probiere es. Aero, es ist eigentlich stärker als diese Ladung, oder? Probieren, geht über Studieren, also. Hochgepokert und... Yes! Ha! Gut gemacht, Tignes. Dafür erhältst du eine kleine Sonderkur. Was geht? Ich lose doch nicht, ich lose doch sonst nie ab. Keine Sorge, ich bin jetzt da. Ich helfe dir. Medizin, hier. So. Na, das gefällt dir. Ei, ei, ei. Hast du besondere kleine Streichelkur verdient. Durch deinen Sieg. Okay. Verloren, aber wie es bei uns üblich ist, lass ich gleich meinen Bro hier antreten. Alter, ist mir doch Schnuppe, wie stark du bist. Den Kampf bringt meine Moves den Twist. Yeah! Ach so, jetzt müssen wir doch gegen beide kämpfen und nicht, also jeweils gegen beide und nicht bloß gegen einen Einzelnen und dann war's das schon. Na, warte. Jetzt radikal, ha? Huh? Eine Kampfattacke wäre es jetzt gerade. Schade, dass ich seine KP nicht heilen konnte. Na gut. Magneton, dein Einsatz ist gefragt. Magneton. Überzahlen kann ich mal. So. Donnerwelle. Weil dann ist der Elektroball umso stärker. Du wirst es echt wissen, was? Los, Elektroball. Und zack, Pompeng. Alter. Überlebt das Vieh auch noch. Aber dachte ich mir, diese Kombination würde ihm den Rest geben. Aber nee. Will anscheinend nicht. Weil Paralyse müsste doch eigentlich wirklich den Effekt von Elektroball verstärken. Krass, aber die Bushaltestelle wiegt so viel wie ein Geowatz. Ach, die wollten eine echte, buchstäblich die Haltestelle mit dem. What? Keine Stelle, kein Bus, Klau. Der Bus war nur einen Gefallen tun. Alter, jetzt ist meine Laune im Eimer. Komm, gehen wir zurück zu unseren Leuten. Ja, verpisst euch. Oh, Kukui, Chris. Eben sind zwei Typen von dem Skull mir vorbeigerauscht. Sie sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie in den Schranken gewiesen? Mit deinem Talent solltest du dich als Hausfreund ein. Der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Liga? Alles zu seiner Zeit. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Kulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in Lüfte katapultieren würde. Aber ich will jetzt noch nicht mit dem Bus fahren, ja? Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken.
Vor dem Suchen noch ein gewisses Pokémon. Gut, ich bin an dem Baum vorbeigekommen. Mir fehlt immer noch ein einziges dieser kleinen süßen Dinger. Steckt es sich da hinter den Schild? Tatsächlich! Das hab ich eh nicht sehen können. Okay, alle Verlusi haben wir eingesammelt, dann erstatten wir mal Bericht, ne? Und holen uns die Belohnung dafür. Oh, da bist du ja. Meine Verlusi sind alle wieder da. Das habe ich nur dir zu verdanken. Also, was ich sagen soll, damit hast du mir einen riesigen Gefallen getan. Hier, das ist wichtig als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ewiges Eis. Okay. Verstärkt Eisattacken. Und... Kohle auch noch. Das hört sich nicht so süß und so gleich so stark und wild. Sie müssen Pokémon sein. Oder ich liebe meine Velosi über alles. Kohle gibt's auch noch dafür extra. Wie krass ist das denn? Oh, da war gerade von Kohle reden. Ich Idiot. Ich hätte mein... Da tickt es auch noch das Münzomelett geben sollen. Arg! Ich konnte nicht nur so blöd sein. Da tickt es ja, da tickt es. Na gut, im nächsten Part geht es dann weiter. Da fahren wir dann endlich mit dem Bus. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Wolfie geht hinein. Daumen hoch, wenn es gefallen wusste. Und ja, auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute.